So, wie angekündigt, sind wir in Chaldun. Quatsch mal kurz mit dem Maskierten. Nee, ich bin jetzt mal vorsichtig. Irgendwie, ich traue dem schon die ganze Zeit nicht. Gerade weil er maskiert ist und ich nicht weiß, wer darunter steckt. Und wir jetzt den Chef der Eisernen praktisch haben. Nicht, dass der uns hier in eine Falle stellt. Und die nur die Rune haben wollte für sich selber und uns damit dann angreift. Das sind jetzt nur Spekulationen. Aber gut, gute Spekulation. Haben wir sonst eigentlich irgendwelche Münzen wieder noch, außer die Schädelmünzen? Nur Sonnenmünzen hätten wir vielleicht mal welche kaufen sollten. Und das mit dem Knochending haben wir auch noch nicht gelöst. Ah, die Rune ist zurück. Der Prinzeps ist komplett. Ha! Sie werden bei seinem bloßen Anblick fliehen. Habt ihr einen Runenstein? Ja, hier. Das Metall fügt sich zusammen und sechs reine Elfenseelen binden sich an den Runenstein. Jetzt nutzt seine Kraft. Er ist der Schnitter, der die Ernte eures Zornes einbringt. Okay, das war also der letzte. Wir werden keine weiteren Helden bekommen, so wie es aussieht. Oder es aktiviert sich erst wieder, wenn wir was finden. Kann natürlich auch sein. Was wollte ich denn jetzt eigentlich? Stufe 27. Ihr habt die Waffe? Ja. Wir haben den Wächter getäuscht. Die Schattenklinge gehört uns. Dann ist es soweit. Es wird Zeit für euch, dem Fialdark gegenüberzutreten. Nehmt den Glutstein. Er wird das Tor öffnen. Mögen die Götter mir verzeihen. Das Tor zum Abgrund. Eine leere goldene Fassung ist darauf angebracht. Glutstein in die Fassung setzen. Na, ihr solltet euch zuerst mit dem Schattenschwert bewaffnen, bevor ihr das Tor. Ernsthaft, da habe ich echt diese geile Waffe jetzt und muss dieses dämliche Schwert tragen, ey. Oh. Ja. Bla bla bla. Das Stein glüht auf, Linien bilden sich auf dem Tor, das sich schließlich teilt und im Boot versinkt. Mir fällt gerade ein, der eine. Obwohl, vielleicht kriegen wir da auch neue Runenarbeiter. Gold haben wir eh nicht so viel. Portal in den Abgrund. Es ist soweit. Von hier ab führt der Weg in die Tiefe. Irgendwo dort unten hält er Senven gefangen. Lena! Lena! Willet, ich dachte, du wärst tot. Oh nein! Feuerleute Willets gefangen nehmen und hierher schleichen. Aber Willet geflohen und versteckt. Runkelmann großen Zauber vorbereitet. Viele Sklaven arbeiten. Wir müssen uns beeilen. Wartet! Ihr nicht kommen dorthin. Große Wände aus Feuer im Weg. Geisterfeuer, sie es nennen. Geisterfeuer! Es brennt heißer als jede Flamme. Dort gibt es kein Durchkommen. Geisterfeuer wird durch die Lebenskraft mächtiger Wesen genährt. Willet, versuche dich zu erinnern. Weißt du, an welche Seelen die Feuer gebunden sind? Hm.
Gror? Koliprak? Flammagor. Sie, Wächter über den Abgrund. Dunkelmann macht Ritual mit ihnen. Das muss es sein. Jede der vier Kreaturen hält eines der Feuer am Leben. Wir müssen sie vernichten. Wie stark sind die hier so? Stufe 21. Was sagt denn jetzt unser Questbuch? Wie finden wir denn jetzt noch zu den Fastholmen? Also ich würde es ganz toll finden, wenn wir jetzt irgendwie noch ein Heldenmonument finden würden. Was will er denn? Oh, gut. Da ihr seid. Willig hat vergessen zu erzählen. Was gibt es? Kreaturen hausen im Abgrund. Gefährlich. Aber Willig ihre Schwächen kennt, ja. Lass hören. Ihr glauben, sie alle lieben das Feuer? Oh nein. Manche mögen das Feuer, andere hassen es. Pelz gut brennen. Nun, lass gut sein, Willet. Ha, ich helfe euch. Ich komme mit. Pelz, also diese Wolfsviecher mögen das Feuer nicht. Da wäre wohl eine Sackgasse gewesen. Nicht, dass da das scheiß Heldenmonument steht. Sind nur zwei. Wir werden angegriffen. Standhalten, Männer! Was? Alter, wir sind so am Arsch. Was mache ich denn jetzt? Ein Elfenmonument und ein Orkmonument. Sehen wir hier irgendwo den Typen? Den Fjalldark? Tja, wen nehme ich denn jetzt? Elfen oder Orks? Ich
verstehe es nicht wirklich. Wir werden angegriffen. Das sind wahrscheinlich seine kleinen Basen. Sobald wir das Monument benutzen, werden die da wieder rausströmen. Heißt natürlich für uns, wir machen die vorher platt. Wir werden angegriffen. Was ist das für ein komischer Weg hier? Na klar, bleibt stehen. Ups. Oder marschieren die immer weiter mit einer kurzen Pause hier? Sind nur 5. Wenn ich da wieder hin und zurücklaufe, sollten wir es vielleicht packen. Das ist ein Hinterhalt! Vorsicht, Gegner! Runenkrieger, zu mir! Okay, ciao. Wir werden angegriffen! Kriegen wir platt. 1A. Scheiße, Alter. Das ist ein Hinterhalt! Wir werden angegriffen! Zumindest Vorsicht, Gegner! Haben wir jetzt 3 Platte gekriegt. Rüstungsklasse 48, was haben wir momentan? Ah, wir haben eine bessere, ne? Okay, er zeigt sie wieder nicht an, toll. Wir machen in der nächsten Session weiter. Spitze, bedanke mich. Bis dann. Oh, marschieren die wieder? Okay, sie marschieren wieder.